Vergangenen Sonntag, am 25. November, zufälligerweise genau am Geburtstag von Paul Desmond, haben wir unser vorerst letztes Konzert auf der Novembertour gegeben, im Badischen Staatstheater Karlsruhe. Der Trompeter, Jazz-Trompeter, Jazz-Musiker Thomas Siffling ist der Kurator dieser Reihe und hat uns dankenswerterweise dorthin eingeladen, was uns natürlich sehr freut und sehr ehrt, weil es eine sehr schöne Reihe ist. Es ist immer was Besonderes, in einem Theater zu spielen, wenn man auf einmal ideale Bedingungen vorfindet. Eine super Akustik mit einem guten Ton, also sehr gute Tonmeister, die was von ihrem Handwerk verstehen. Ein sehr gutes Licht, das den Auftritt entsprechend in Szene setzt und überhaupt die ganze Rundumbetreuung von dem Team. Es gibt für jeden hier einen Ansprechpartner. Das ist natürlich super. Im Badischen Staatstheater Karlsruhe kommt außerdem dazu, dass die Kantine phänomenal ist. Also ich hatte jedenfalls Maultaschen, die waren sensationell. Da hat uns der Hotelpförtner, der uns das schon angekündigt hat, nicht zu viel versprochen, muss man sagen. Und dann hatten wir noch das Glück, dass wir in einem sehr vollen Haus ein sehr aufmerksames Publikum vorgefunden haben, das auch zu einem tollen Konzertabend beigetragen hat. Und dann ist da natürlich noch die Konzertkritik aus der BNN, den badischen neuesten Nachrichten, die heute ins E-Mail-Postfach geflattert ist. Ich lese mal Auszüge vor. Elisa Resnicek hat das geschrieben. Ich glaube, so spricht man das aus. Pure Desmond verzaubern bei der Jazz Night. Mehr hätte man sich nicht wünschen können. Wer Take 5 kennt, kennt auch Paul Desmond und so weiter und so fort. Während die Musiker bestens miteinander korrespondieren und harmonieren, entstehen beim Hören zahlreiche Bilder vor dem inneren Auge. So ist es gedacht. Das Publikum ist entsprechend doppelt verzückt. Einerseits ist da dieser ungemein klangschöne, elegante Sound, der wie aus einem Guss gespielt wird. Andererseits ist da diese Geschichte, die das Herz wärmt. Der Song Who Could Ask for Anything More ist entsprechend auch als Fazit zum Konzert tauglich. Mehr hätte man sich wirklich nicht wünschen können. Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Das Stück Audrey ist ja bei den Aufnahmen zu Brubeck Time in den Columbia Studios entstanden, bei denen sich eben die Geschichte zugetragen haben soll. Bemerkenswert daran, wenn man von der Klangmalerei absieht, die dieses Stück eigentlich vor allem einfach ist, ist, dass es in Moll anfängt und in Dur aufhört. Was auch daran liegt, dass das anfängliche Klavierthema, das wir auf Gitarre übertragen haben, was finde ich sehr gut gelungen ist, nicht wiederkommt, sondern stattdessen ein Thema kommt, was Desmond und Brubeck sehr oft gemeinsam gespielt haben. Meistens unter einem anderen Namen, nämlich eigentlich ist das Balcony Rock. Also so haben sie es jedenfalls bezeichnet auf anderen Aufnahmen. Und ich finde diese Metamorphose von Moll nach Dur, die gibt dem Stück eine ganz besondere Wendung. Und natürlich ist es einfach sehnsuchtsvoll und voller, ja, süßer Melancholie, wie so viele Musik, die Desmond gespielt und geschrieben hat.